Dritter Spieltag, BKB BBL. Willkommen zur Pressekonferenz der Partie Telekom Baskets Bonn gegen Rasta Vechta vor 4.830 Zuschauern. Endergebnis 96-83 für die Hausherren aus Bonn. Begrüße hier vorne an meiner Seite Coach Pat Alzi und Dirk Mädrich von den Gästen aus Vechta sowie von Bonner Seite aus ganz außen Benners bei Colors und wie immer Head Coach Matthias Fischer. Wir fangen wie jedes Mal an mit den Stimmen der Spieler, damit die Jungs sich keine Erkältung holen und gleich schnell duschen gehen. Dirk, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, wo fange ich an? Gutes Spiel. Bitte. Das ist ein bisschen zu. Ja, in Ordnung. Super. Glückwunsch an Bonn, um ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, wir haben gute 35 Minuten gespielt. Leider muss man in der ersten Liga 40 Minuten guten Basketball spielen. Den Defensiv-Rebound holen. Ich denke, das hat uns den Sieg gekostet. Freiwürfe 50% sehe ich, wenn wir da, wir hatten uns als Ziel gesetzt, 75% zu werfen. Ich denke, da hätten wir auch einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Wie gesagt, Glückwunsch an Bonn und das war mein Statement. Was war für dich im letzten Viertel der Knackpunkt? Ganz speziell, es war die ganze Zeit eng, ihr seid immer ein bisschen hinten dran gewesen, aber man hat nie das Gefühl gehabt, Bonn kann wirklich wegziehen. Woran hat es dann gelegen, dass sie dann doch diesen 11-3-Run hinlegen konnten? Ja, wir haben einfache Fehler gemacht, die wir abstellen müssen. Ich denke, die 3-Punkte-Würfe von Bonn, die haben uns halt wehgetan, die haben wir nicht so gut im Griff bekommen und ich denke, daran hat es gelegen. Dankeschön. Banners. Your overall statement to the game. I think Rasta Vechta played a really good game. You know, coach told us before the game that we are a really great rebounding team, and I think that's what gave us the most trouble tonight. We lost a lot of offensive rebounds and defensive, and that's why we had a really tough game. But we kept our energy up, you know. Keep pushing it, and I'm very happy we made a run at the fourth quarter to give us a little lead, which we kept until the game. So you guys played a very good game, and I'm happy we won tonight. What did you think helped you guys adjust to that zone defense Vechta put in early in the beginning of the fourth quarter? Well, we did have trouble, you know, a couple possessions, and I think we found the open man, you know, and we were lucky to hit some good shots, and that gave us advantage. Thanks. Fragen ihrerseits an die Spieler? Wenn dem nicht so ist, dann danke an Dirk, danke an Berners und dann dürft ihr unsere wohlverdiente Dusche. Machen wir direkt weiter bei Coach Elsing. Coach, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, wie Dirk das gesagt hat, gratuliere an Matthias und die Bonner Mannschaft. Ich wusste, dass das hier schwer wird in Bonn. Habe ich schon mal gecoacht und weiß, was da für eine sehr gute Fanbase ist. Und auch die Mannschaft hat sich gut angefangen mit 2 Siegen oder 1 Sieg und einer Fast-Sieg gegen Bayern München. So, dass, wir wussten, dass es sehr schwer hier. Ja, aber wenn ich die Statistikbogen angucke, ich finde, dass wir auf jeden Fall an die Freiwurflinie uns verbessern mussten. Und 21 Freiwürfe mehr zugesprochen als wir ist... kann man selber gucken und sagen, was man da sieht. Und dann auch noch 30-17 an die Fouls. Das ist auch, ich denke, das sagt viel. Ja. Und unsere Turnovers, 16 Turnovers am Anfang, den dritten Viertel mit beim Einwerfen, haben wir richtig große Probleme. 3-mal hintereinander haben wir den Ball weggeschmissen und das waren so kleine Knackpunkte im Spiel, die uns wehgetan hat, auch im letzten Viertel, wo wir den Ball einfach unforced errors sozusagen gemacht haben. Und natürlich, wenn wir die Fehler machen, nimmt Bahn das gern entgegen und haben das dann auch sehr gut ausgenutzt. Und
Aber wie gesagt, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben bis jetzt uns gut präsentiert in die ersten drei Spiele. Und wie gesagt, Bonn ist eine Top-Mannschaft, eine Playoff-Mannschaft. Und dass wir hier so gut mithalten können, macht mich stolz und auch zuversichtlich für die Zukunft. Sie haben gerade schon angesprochen, Sie sind grundsätzlich zufrieden mit den ersten drei Spielen, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Wie sehr hilft es, dass das Team in seinem Kern, teilweise seit zwei, aber gerade auch mit der Hinzunahme von Dirksen und Williams, die letztes Jahr aus Hannover gekommen sind, dass dieser Kern beisammen geblieben ist? Ja, das ist schon, denke ich mal, zum Vorteil. Aber ja, wir müssen erst mal ankommen. Ne? Die Jungs müssen erst in die Bundesliga ankommen. Und ist nicht immer, haben nicht immer gut gespielt, sagen wir so. Ne? Und ich denke, das dauert eine Zeit, weil die Jungs kommen teilweise aus der Pro B und so weiter, haben nur diese Erfahrung aus der Pro B und aus der Pro A. Und ja, der Bundesliga ist eine andere Hausnummer. Ne? Und das lernen wir von Spiel zu Spiel. Und wie gesagt, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das, ja, das umsetzen können und wissen, wie wir dann jetzt später agieren können. Ne? Vielleicht dauert das ein bisschen noch, aber vor die ersten drei Spiele war das, wir hatten immer eine Chance, auch gegen Ludwigsburg die Chance zu gewinnen. Heute hatten wir eine kleine Chance, ja, für, an die Sensation, aber ja, gegen Bonn so zu verlieren, ist keine Schande. Und ich denke, da gibt es viele Mannschaften, die hier kommen werden und verlieren. So, von daher ist alles okay. Alles klar. Vielen Dank, Coach. Coach Fischer, das Statement. Ja, zuallererst an Pat. Ja, das Mikro, Entschuldigung, erstmal das Mikro. Ich denke, Pat hat allen Grund, stolz auf seine Mannschaft zu sein. Ich stimme dem voll zu. Das ist eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, die jetzt zum allerersten Mal in der Bundesliga spielt. Und die haben das heute über eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut gemacht. Die haben uns vor große Probleme gestellt. Wir wussten, dass diese Mannschaft nach zwei Spielen im Schnitt 20 Offensiv-Rebounds holt. Wir wussten das. Zweite Chancen sind das, die verwertet werden. Und das hat uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr wehgetan. Die haben 8 Offensiv-Rebounds geholt. Eigentlich das eine Zahl, ja, die darf dann vielleicht am Ende stehen, aber 8 ist definitiv zu viel. Da haben wir irgendetwas falsch gemacht. Wir wussten das und wir haben das zum Glück in der zweiten Halbzeit abgestellt, haben konsequenter verteidigt und aus der Defense heraus ist es dann uns auch gelungen, einen Run zu etablieren, gut zu laufen, freie Spieler zu finden und gute Würfe zu kreieren. Aber es war ein sehr, sehr langes, hartes Spiel, wo wir sehr viel investieren mussten. Ich möchte keinen Spieler heute besonders hervorheben, weil wir haben gut verteidigt zweite Halbzeit. Wir haben nur 35 Punkte zugelassen und so habe ich mir eigentlich die erste Halbzeit vorgestellt. Aber es ist besser so, dass wir in der zweiten Halbzeit intensiver wurden, anstatt vielleicht in der ersten und dann das genau umgekehrt ist. Dankeschön. Sie haben die Offensiv-Rebounds von Fechter bereits angesprochen. Dementsprechend war im Vorfeld die Marschroute, wir selber müssen offensiv ans Brett gehen. Wie schwer ist das gegen so eine Mannschaft, die Räume in der Zone extrem eng macht und die dann, wir haben es gerade eben schon mal beziehungsweise mit Benners angesprochen, die dann im vierten Viertel sogar noch Zone spielt, was die Zone nochmal einen Ticken enger macht? Ja, wir wussten das, dass sie, das haben sie auch, das hat Rasterwächter auch gegen Ludwigsburg gemacht. Wir waren 2-3 Offenses verwirrt, aber dann haben wir den Ball schön bewegt und dann kam auch Benners zum Einsatz und hat diese Würfe getroffen. Ja, es hätte, wie gesagt, es hätte auch böse ins Auge gehen können, aber hätte und wäre. Das Leben Konjunktiv ist ein schönes Leben. Wir haben gut verteidigt am Ende. Wir haben die Rebounds geholt und eine solide zweite Halbzeit gespielt. Vielen Dank. Fragen an die Coaches. Pat, nach drei Spielen im Oberhaus, womit sind Sie am meisten zufrieden mit Ihrer Mannschaft und wo sehen Sie die größten Defizite, an denen Sie noch arbeiten müssen? Ja, ich denke,
wo ich zufrieden bin, ist natürlich, wie gesagt, Rebounds und so weiter. Das ist schon gut, das zeigt eine kämpferische Einstellung, aber wir machen einfach zu viele individuelle Fehler, Turnovers und oder Offensive Rebounds zulassen, die auch von der Freiwurflinie zum Beispiel, solche Kleinigkeiten werden hart bestraft in dieser Liga und da müssen wir einfach lernen, die Konzentration hochzuhalten für 40 Minuten. Wenn wir das tun, dann ist das okay, wie gesagt, dann werden wir ein paar Spiele gewinnen, aber das müssen wir erstmal im Kopf haben, dass wir diese kleinen Fehler abstellen müssen. Halt. Aber insgesamt, wie gesagt, die kämpferische Leistung von der Mannschaft stimmt und heute waren auf jeden Fall unsere Wurfquote besser, außer die Freiwürfe natürlich, aber die Wurfquote war besser und das stimmt mir gut zu. Weitere Fragen? Ich würde auch gerne Herrn Fischer noch was fragen, weil ich nach dem Spiel gegen Bayern auch hier war, wo Sie, um es vorsichtig auszudrücken, ein bisschen gegrummelt haben über die freien Würfe. Hat sich da Ihre Laune in den letzten beiden Spielen wieder ein bisschen gebessert? Sagen wir mal so, heute hat sich ein bisschen gebessert. Letztes Spiel mit den Freiwürfen war ich absolut unzufrieden. In Tübingen absolut unzufrieden. Das war mit 59% bei knappen Spielen ist ein sehr, sehr hohes Risiko, dass man das Spiel verliert. Wir haben ein paar extra Einheiten gemacht, also Einheiten. Wir haben uns fokussiert und ein paar extra Freiwürfe geworfen. Und mit 72% bin ich immer noch nicht zufrieden. Es geht besser, aber es ist schon mal ein kleiner Schritt nach vorne, in die richtige Richtung. Weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann bleibt mir nur noch darauf zu verweisen, dass unsere heutigen Gäste aus Vechter ihr nächstes Spiel am Sonntag in Hagen haben. Für Bonn geht es am Samstag nach Ulm und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag zum Eurocup-Auftakt gegen Alba Berlin. Gesund und munter um 19.30 Uhr wieder im Telekom Dom. Bis dahin, einen schönen Abend. Danke.